Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Minecraft Live in the Woods. Ja, unser Möchtegern-Garten wächst und gedeiht. Ah, es ist so schön, es ist wieder ein neuer Morgen angebrochen und ich bin gerade am Überlegen, zu fischen zu gehen oder... Ja, keine Ahnung. Oder wieder in die Mine hinabzusteigen. Auf jeden Fall muss ich mich mal da ein bisschen... Ich wollte schon sagen, erleichtern. Warte, ich muss da ein bisschen was umklauben. Oder wir bauen beim Haus weiter, aber das würde ich gern nachts machen, ehrlich gesagt. Weil ich finde, zum einen, das würde besser passen. Und zum anderen, wegen bessere Sicht, weil hier oben doch heller ist, als wahrscheinlich unten irgendwo in so einem Bergwerk. Jo. Auf jeden Fall tun wir das mal weg. Stimmt, ich wollte das tote Holz auch noch ausprobieren. Ob man das wenigstens verheizen kann. Ja, das geht. Also man kann draus Holzkohle machen. Das ist immer fein. Das ist super. Jo. Ich würde auch mal gerne was essen. Beziehungsweise wir trinken mal. So, und futtern auch unser Brombeergelee. Oh, das geht. Und das hier behalte ich dann wieder als Reserve auf. So. Werd aber hier... Warte, wo ist das Grünzeug? Ja, Sämlinge sind eigentlich hier nur die ganze Zeit. Ich hau mal das ganze Gebüsch hier mal rein. Eine Schere müssen wir auch noch basteln. Stimmt, danke fürs Erinnern. Eine gute Schere brauchen wir noch. Das stimmt, das stimmt. So, schön rein damit. Die Ranken lege ich auch mal da rein. Weidensetzlinge... Haben wir da nicht auch schon welche? Boah, von diesen Schwarzdingern haben wir so viel. Bambus haben wir auch. Essen, Gras. Das Gras war woanders, das war hier drin. Da hatte ich auch die Ranken. Ich depp wahrscheinlich. Ist ja wurscht. So, das kommt hier rein und das verdorbene Fleisch da noch hin. Glaube ich. Da geht es nur auf 16. Da steht echt Häppchen dabei. Nee. Nee, das essen wir nicht. So, richtig. Ich brauche Eisen. Wie viel habe ich? Gar nichts. So, das kann ich ja nochmal so auch bauen, oder? Die Schere. Entschuldigung. Die gehört natürlich hier hin. Jawohl. So, eine Schere reicht immer. So. Dann den Eimer durch hier auch weg. Der kommt vielleicht hier rein. Das passt, glaube ich, besser. So. Eine Schere passt. Pfeil nehmen wir auch nicht mit. Dann kann ich eigentlich hier hinstecken. So, die Schaufel dafür ist okay. Eine Axt brauche ich noch, sehe ich gerade. Holla, die Waldfee. Unsere Ressourcen, 1, 2, 3, 1, 2, 3, gehen ganz schön zur Neige, meine Lieben. So. 1, 2, 1, 2. Jetzt fehlt mir das Stecken, ne? Na, wohl geht. Ah, geht ihn auf. Entschuldigung. Ich wollte nur 2 bauen. Jetzt habe ich auf 3. So. 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 Und so. Und da fällt mir gerade ein, da wir jetzt ja auch wieder Holzkohle haben, möchte ich auch gleich wieder ein paar Fackeln bauen. So. Das wird sich nämlich gerade super anbieten. So. Hoppala. Schmeiße ich die Holzkohle weg. Auch nicht schlecht. So, das packe ich hier. Ich wollte es wieder reinstecken, aber wurscht. Reinstopfen, Entschuldigung. Was? Die Kohle tue ich hier rein. Das passt, glaube ich, auch recht gut. Zwecks Einheizen des Ofens. So. Bin ich froh, wenn wir endlich unser Bettchen haben, ich schwöre. Ich hoffe, das klappt wirklich mit dem hier. Gut. Was wir auch machen könnten, ist mal bei passender Gelegenheit einen Waldspaziergang. Das könnte man auch machen. Aber jetzt mal zuerst gehen wir noch ein, zwei Bäumchen weghauen und das Laub für uns gewinnen. Da drüben wird sich auch einer anbieten. Da wären ganz viele Ranken. Das wäre auch recht hübsch. Ranken brauchen wir sowieso. Also ich. Und es regnet schon wieder. Natürlich. So. Natürlich. Was denn sonst? Jetzt ist die Frage. Jetzt haben wir hier eigentlich Gräser, ne?
Na, das bringt sie nichts, ne? Ich kann nur so das Gras abbauen, aber Sämlinge kriege ich deshalb jetzt nicht, ne? Na, das ist oldschool, definitiv. Ja, ja. Ich bin noch vom alten Schlag. Huch, ich hänge. Da hätten wir wieder zum Holzkohle basteln. Glaube ich, brauchen wir jetzt momentan nicht. Ich möchte nur mal hier rauf. So. Genau. Und den Baum hier weghauen. Für das schöne Laub, was er hat. So. Sehr gut. Sehr gut. Dürfen wir gleich noch einen Stock rauf. Also noch einen Block. So, das ist ganz fein. So, schön weghauen. Hier auch. Jawohl. So, das nehmen wir alles mit. Alles wertvolles Baumaterial. So. Da. Warte, das war vielleicht nicht so schlau. Ich hüpfe nochmal hier rauf. Wo ist die Schere? Da. So. Da, da. Da, 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 da. So, schön Kreis herum. Next, Entschuldigung. So, da. So, da. So, da. Zack, zack, zack. So, da. So, da. So. Dann ein Stückchen hier rüber. Bam, 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 bam. Da, 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 da. So, ich glaube, ich baue mich mal ein bisschen in die Höhe. Oh, ruck, oh, ruck, oh, ruck. Da auch noch rüber. So, ich glaube, das geht besser. Das ist, aha, die Ding ist eh schon wieder kaputt. Sehr gut. Die Schere hat schon wieder überstanden. Gleich ist sie kaputt. So, noch hier ein Stück rauf. Brauchen wir die noch schnell, dann haben wir auch einen Platz mehr für das ganze Laub hier. War nicht zu tief runter, meine Gute. So, okay, der Rest muss einfach jetzt mal so dahin vegetieren. So. Zack, zack, zack. Immer schön weg damit. Und dann einsammeln. So. Ah, das wird schon schön. Dann werden wir einfach... Oh, ich brauche was zu essen. Warte mal. Fast übersehen wieder. Oh, jetzt haben wir nichts mehr zu essen. Jetzt wäre es auch... Hoppala, praktisch. Noch fischen zu gehen heute. Die Angel aufzubrauchen. So. Blub, 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 blub. Da ist auch noch ein blub, blub. Blub, 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 blub. Blub, 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 blub. Nanu, willst du nicht mit? Oder ist das so ein... Ah, das ist so ein Buggy. Buggy-Block, ne? Du willst auch noch mit? Doch. Blub, 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 blub. Blub, blub, blub. So, haben wir alle Blub-Blubs? Ich hoffe. Dann könnten wir... eventuell... blub, blub. Noch... machen Sie da mal den Platz. Den toten Baum da noch mitnehmen. Für Holzkohle.
an. Ui, der hat eine Frucht. Irgendwie war da gerade eine Frucht. Bäh. So, so, so. So, da. Da, da, da. Es wird schon wieder dunkel, ist eh klar. So. So. Und da, da ist noch einer. So. Das müsste es schon gewesen sein. Ja, ja, sie kommen schon. Ich hau ab. So. Hüpf, 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 hüpf. Jetzt haben wir halt gar nichts zu essen, ne? Jetzt muss ich nur hoffen und beten, dass unser Garten was abwirft. Was haben wir denn da? Sterbendes Laub. Aha. Sterbendes Setzling. Echt jetzt? Okay. Jo. Persimone. Dann würde ich sagen, probieren wir auch aus den Sachen hier Marmelade zu machen, oder? Warte. Das Holz muss weg. Warte, ich wollte es nicht essen. Ich wollte es einfach nur mal sammeln. Sind da hinten Erdbeeren fertig? Schau mal, Erdbeeren. Unsere ersten Erdbeeren. Da kann man sicher tolle Erdbeermarmelade draus machen. Yum, yum, yum. Dann würde ich sagen, holen wir doch gleich den da. Plus unser Zuckerlein. Dann würde ich sagen, kochen. Also Zucker. Das müsste, denke ich, mit Erdbeeren auch gehen, oder? Und das da. Ja, Erdbeerchili. Juhu. Erdbeerchili. Geht das auch mit Apfel? Apfelsaft. Aha. Okay. Was ist denn das? Karamell! Echt wahr? Cool. Und hier damit? Tatsächlich geht auch Dattelpflaumen-Chili. Aha. Ja, und ich würde sagen, machen wir doch Karamell auch gleich, ne? Nahrhaftes Häppchen. Super. Gleich Vollgas gesund. Aber Vollgas gesund. Warte. Warte. Zuckerrohr. Ich muss noch irgendwo Zuckerrohr anbauen. Ich lasse mal eins drinnen. Vielleicht können wir das super klasse vor der Haustüre machen. Also unten dann halt, ne? So, vielleicht auch hier drinnen. Das würde mich sehr freuen. So, also das und dieses und die Frucht. Ah, das ergibt nichts. Aber vielleicht mit... Warte. Vielleicht können wir daraus Saft machen. Komm her mal, Saft. Dingens. So. Wo ist es? Da. Und so kann man daraus Saft machen. Gar nichts. Da muss ich nachschauen, wofür die Holunderbeere gut ist. Mei, super. Schau mal, lauter Marmelade. Und ein bisschen Karamell. Wie schön. Da fehlt nur noch Brot. Wirklich. Sollen wir das mal essen? Reiner Zucker. Köstlich. Ah, wie schön. So, dann würde ich sagen, packen wir den Zucker wieder weg. Da muss ich jetzt echt, da muss ich mich jetzt gerade echt ein bisschen einlesen, wofür man das brauchen kann. Beziehungsweise eine Bratpfanne wäre auch gut zu machen. Dann können wir vielleicht wirklich die Eier endlich mal, hoppala, die gehören hier nicht hin. Dann können wir vielleicht mal die Eier da bearbeiten. Bearbeiten. Ja, ohne Bearbeitungsgebühr. So, dann packen wir das wieder weg, ne? Und so. Zack. Ei, wie cool. Echt. So. Weil das hilft ja auch nichts, ne? Nein. Bärenschale, Bärenpulver, Holunderschorle. Dann schauen wir doch mal, oder? Holunderschorle. Gehen wir einfach mal. Gelber Holunder. Gelber Holunder. Nanu? Okay. Dann nur Holunder. Entschuldigung. Holunder. Da haben wir die Holunderbeeren.
Mit Zucker und so weiter und mit Sojamilch kann man ein Holunder-Sorbet machen. Die Schorle, okay, aha, das ist mit dem. Also das Bärenpulver. Und Jelly. Mit Zucker, einer Glasflasche und drei Dingens. Wie macht man Glasflaschen? Aha, okay, wir haben schon was Gescheites gefunden, meine Lieben. Dann tun wir doch mal Glasfläschchen bauen, oder? Seid ihr schon reif? Ja. Für unser Experiment. Zumindest einmal. Dann machen wir mal. Hui. Machen wir doch einfach mal inzwischen. Ah, ich sehe gerade, da ist was reif geworden. 1, 2, 3. Dann machen wir mal ein paar Glasflaschen. Dann haben wir das schon mal. Und was haben wir da? Weintrauben. Unsere ersten Weintrauben. Och, wie schön. Hihi. Das macht voll Spaß. Unsere Weintrauben, zwei Stück. Ach super. Voll klasse. Und hier, bist du jetzt reif? Ja. Jetzt können wir unser Experiment starten. Wir brauchen noch Zucker, ne? Das war noch. So, mache ich was verkehrt? Brauche ich noch was? Habe ich was vergessen? Holunder. Zucker, Glasflasche und Dingens. Das soll ein herzhafter Imbiss sein. Okay. Dann rühren wir doch mal. Also, so, dann so und 1, 2 und 3. Tatsächlich. Herzhafter Imbiss. Supi. Aha, die Flaschen verbrauchen sich. Ja, ist irgendwie klar, ne? Rühren wir doch mal, oder? Jam, 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 jam. Ja, das gibt aber gar nicht wenig. Meine Lieben, das ist cool. Das haut ihr super hin. Dann würde ich sagen, die Glasfläschchen packe ich auch mal da oben hin. Und den Zucker, der kommt hier hin. Zuckerrohr ist jetzt so eine Geschichte eigentlich, ne? Huch, da ist auch was gewachsen. Schau mal. Zumindest schaut es danach aus. Ein Lauch. 29%. Aha. Mei, ist das cool. Ah, ich freue mich so. Es tut sich hier auch mal was. Das ist ganz, ganz schön. Wie schaut es mit der Gurke aus? Die ist erwachsen. Ja, wir haben erwachsene Gurken. Was kann man mit Gurken machen? Ich habe keine Ahnung. Ich muss mal kurz nachschauen. Gurke. Gürkchen. Was haben wir da? Gurke, 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 Essiggurken. Essiggurken. Gurkensuppe. Gurkensalat. Das wäre was Gescheites. Schneidebrett. Frühlingssalat. Wie macht man einen Frühlingssalat? Mit Karotte und Salat. Wir haben Zwiebeln, wir haben auch Lauch. Ich hoffe, da geht's. Ja, weil Lauch wäre ja so eine Art Zwiebelgewächs gewesen. Schade, da brauchen wir richtige Zwiebeln. Landkultur. Vielleicht finden wir irgendwann mal welche. Karotten wären auch super. Ach, da gibt es noch mehrere Varianten. Warte mal, Rettich. Haben wir Rettich? Ich weiß es gar nicht. Was haben wir da? Gurke? Gurke und Salat ergibt Frühlingssalat. Okay. Alles klar. Gewürze, grüner Paprika. Aha, boah, da gibt es Sachen. Zucchini. Ich habe immer noch Brokkoli. Das ist cool, wir haben Brokkoli angepflanzt. Das heißt, mit Brokkoli und Salat machen wir den Frühlingssalat und mit Frühlingssalat und Dingens machen wir so und so. Was haben wir da? Da brauchen wir, aha, ein ganzes Brett, ein Rohr und ein Eisenbahn. Das können wir auch noch zusammen basteln, wenn wir wollen. Ich will aber, ja, ich will wirklich. Das heißt, ich brauche wieder einen Eisenbahn. Boah, wir kriegen eine coole Küche zusammen. Eisenbahn, Stäbchen habe ich mit. Nein, macht aber nichts. Das haben wir gleich. So. Das sind unsere Stäbchen. Das heißt, Stäbchen war hier. Ein Block war da. Und das Eisen war hier. Schneidebrett. Super. Schneidebrett fertig. Sehr gut. Wir haben Gurke. Jetzt muss nur noch der Salat hier fertig werden und dann können wir schon unseren ersten Dingens machen. Ich brauche noch mehr Regale, fällt mir gerade auf. Das ist schon zu wenig. Ich brauche Regale. Warte, wie ging das noch schnell? So, dann brauche ich noch einen, glaube ich. Dann war hier 1, 2, 3. So, dann war hier 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dam, da, dam, da, dam, dam, da, da, dam. Was? So. So. Dann hierhin kann man noch kochen. Das geht. Ah, das brennt an, oder? Also es schaut halt aus, als wenn es anbrennen würde. Würde.
Wenn ich es weiter nach oben hinklatsche, da, schaut es doof aus. Wahrscheinlich, ne? Und ums Eck, geht es eigentlich ums Eck auch? Wahrscheinlich nicht, weil es im Weg sein wird. Das schaut auch doof aus. Warte mal. Ich glaube, ich lasse es... Das schaut auch doof aus. Das schaut richtig doof aus. Ja. Was machen wir da? Wie baue ich das? Ich glaube, am besten schaut es echt noch hier aus. Jo, machen wir so. Gut. Dann würde ich sagen, das Schneidebrett kommt mal hier hin. Dann... Ja, es hilft dir nächste Weile mal die Gurken und das zurücklegen. Wäre am besten, glaube ich. Traube. Ob man daraus auch leckere Marmelade kochen kann? Ich hoffe. Schauen wir doch mal. So, also Zucker und du, ne? Schauen wir mal, ob das was geht. So und so und so und jawoll! Traubenmarmelade. Geilo. Ah, das ist schon was Cooles. Warte, sollen wir auch noch. Sollen wir noch Karamell machen? Ja, ich glaube, ich mache. Machen wir Karamell. Machen wir Karamell. Ist gut. Dann haben wir eigentlich genug zum Futtern dabei. Das müsste, denke ich. Ich hoffe halt, dass das passen tut. So. Da haben wir nochmal. Okay, die ist noch nicht fertig. Bist du schon fertig? Schau, die Himbeere ist fertig. Alter, wir brauchen nur noch Ernten. Die ganze Zeit. Aber die tun wir derweil hier rein. So. Und zwar, ich würde sagen hier. Achso, Gemüse war da. Entschuldigung, Obst war hier. So. Richtig. Gewürzzeugs haben wir da. Alles gut. So, entschuldigt wieder die Durchzugsstraße, es geht halt nicht anders. Ne? Und so. Ja. Aber mit ein bisschen Glück ist das mit der Durchzugsstraße in circa einem Jahr bis eineinhalb Jahren vorbei, weil mein Schnuffel, der Wolfi und ich, also mein Schnuffel, nicht der Wolfi, also das ist kein Hund, ne? Ja. Warte mal, Gewürzbaum. Da können wir keine Gewürze ernten, oder? Na, das ist nur so ein Pflanzendings, ne? Ich wollte nur sagen, da kriegen wir dann vielleicht eine eigene Wohnung, ne? Also die ist gerade am Bauen. Und wenn alles gut läuft, dann ziehen wir um und dann haben wir unsere Ruhe. So, ja. Aber bis dahin müssen wir da ein bisschen durchhalten. So schaut's aus. So. Jo. Und deshalb, ja, es tut mir sehr leid. Es geht halt dabei nicht anders. So. Ja. Wir haben... Was will ich eigentlich machen? Ich wollte das mal weg... Wollte doch, das passt schon. Das können wir da reinhauen. So und so. Ja. Zum Essen haben wir genug, wie gesagt. Wir könnten eigentlich bauen anfangen. Jo. Ich glaube, das können wir wirklich machen. Den Kies... Oder Erde, besser gesagt, die haue ich mal da rein. Und dafür brauchen wir Holz. Holz. Ich glaube, eins der lasse ich mal drinnen, so als Reserve. Dann werden wir einfach das hier so wieder zu... Warte, ich wollte das wieder zu Holzkohle verarbeiten. Kohle verwenden, um das zu verheizen, um wieder Kohle zu kriegen, ist doof, ne? Da bietet sich das hier, glaube ich, besser an, ne? Ich hoffe mal. Gut, stimmt, dann können wir noch ein paar Fackeln bauen. Danke fürs Erinnern. So. Halt. Das war nicht richtig, Zocki. Ach nein. Nein. Oh, Entschuldigung. Das wird nicht entschuldigt. Das wird nicht entschuldigt, ganz und gar nicht. So. Passt, das können wir so lassen. Das können wir so lassen, das ist alles gut. Schaut, da sind auch noch ein paar Fackeln. Ha, ich bin so blind. Ja, ist eh nichts Neues, da habt ihr vollkommen recht. So, also, wir werden das Glas mal wegpacken. Das brauchen wir zum Bauen. Dann möchte ich vielleicht auch doch schon gerne etwas Laub mitnehmen. Für den oberen Stock und für den unteren und für überhaupt.
Ah, ich nehme gleich alles mit. So und so. So schon mal. Gut, dann würde ich sagen, Geronimo! Pff, wir stürzen uns in den Tod. So, ich will mal hier runter. So. So. Das heißt, der Block, die Blöcke müssen weg. So, die schauen, die gehören nicht hierher. Und das alles hier, wo eben das draufsteht, soll mit Laub bedeckt werden. So. Das heißt so. Wow, Alter, ich merke schon wieder, wie ich dann bald in den Tod stürzen werde. Ganz bestimmt. Ganz bestimmt in den Tod. So. Ja. Da hier so und da so. Und hier so. Und. Und ich habe keine Schere mit. Dreck. Komme ich jetzt hier wieder rauf? Ich hoffe doch. So. So, ich mache mir einfach hier so eine Treppe. So. Dann hier. So. Unser letztes Eisen. So. Die Schere deshalb. Jetzt wollte ich gerade überlegen, warum brauche ich eine Schere? Weil hier so ein wunderschönes Rankendingens ist. Und ich das nicht komplett ganz zerstören möchte. Glaube ich. Ich glaube, das war ein Rankending. So, Rankending. Jawohl. Sie ist jetzt nochmal ganz nach unten gefallen, weil ich das kann. So. Und so. Vielleicht so mal. Dann hier schön dicht machen. Und ich überlege gerade, wie ich das jetzt anstelle, dass ich da einigermaßen gut und gesund rüberkomme. Das wäre gar nicht mal so schlecht. So, auf jeden Fall muss das größer werden. Ah, ich glaube, das war eins zu viel, ne? Das war, glaube ich, zu viel. So. So und so vielleicht. Oder vielleicht auch nicht. Ich muss die Krone da unten sowieso größer machen. Zumindest ist das mal der Plan. Jo. So und ich denke noch so. Dann mache ich hier einfach mal meinen provisorischen Weg momentan. So, ich hoffe, das schaut da was gleich. Ich will es auch ein bisschen dicht machen, damit das eben, wie gesagt, ausschaut, als wäre das eine riesengroße Baumkrone. So. Ah, die war zu viel. Ah, ist ja wurscht. Lass mal kurz. Warte mal, lass uns mal. Lass uns einfach mal. So, ich mache auch hier noch ein zweites. So. Horuk, hüpf. Ich muss da mal schauen, wie es, ich sage jetzt mal von außen, ausschaut. Man merkt schon, ich bin da leicht nervös. So, ist es jetzt ganz unten gewesen? Ich glaube nicht, ne? Warum? Weil ich nichts kann. So, jetzt aber. Warte, das muss... Ich schneide es weg. Warte, ich mache so. So, das muss leider weg. So. So. Ja, genau. So und so. Und so und so und so und so und so und so. Jawohl. Und ich glaube, so gehört auch noch einer hin. Auf jeden Fall hierzu. Und außen möchte ich eigentlich auch noch gern hier, ne, so als Verkleidung, wie wir ja besprochen haben, möchte ich da auch gerne dicht haben. So. Jo, da kann ich noch ein schönes Stück rüber. So, mal warten. Jawohl, das geht schon noch. Das klappt schon noch. Da glaube ich auch noch. Und ab hier. Na du, Ding. Ab hier. Na. Muss ich etwas vorsichtiger sein. So. Ich glaube, so passt das. Dann muss der hier weggeschlagen werden. Und der Part ist auch gleich vorbei, sehe ich gerade. Dann muss das weggeschlagen werden. Dann muss das hier voll gemacht werden. Genau. So. Ja, mein meisterlicher Meisterplan. So. Ich meine, das war absichtlich.
Ich wusste, dass ich runterfallen werde. Wo habe ich... Ach so, ich habe sie noch nicht aufgesammelt, ne? Da ist sie, die Ranke. Meine Ranke. Ich schneide gleich noch ein bisschen was zusammen. Dann können wir das schon mal bilanzieren. So. Ich wusste, dass ich runterfalle. Ich hab sie schon mehrmals angekündigt. Jawohl. Ah, das ist ja praktisch hier. Schau mal. Super. Der Schleim macht mich leicht nervös. Echt. So, vielleicht noch ein bisschen was von der Farbe hier. So, blub, blub, blub. So, zum anderen Haufen oder so rüber. Jawohl. Ich glaube, das kann man so lassen. Ich glaube, das ist gut. So, so. Hü, hüpf. Und rauf da. Ich hoffe, das schaut von außen dann echt gut aus. Ach ja. Irgendwie bin ich gerade ein bisschen langsam. Warum auch immer. Apropos langsam. Wie schauen wir hier aus? Essenstechnisch. Da können wir vielleicht wieder was looten. Warte mal, irgendwas ist gerade komisch, ne? Ah! Essen. Ah, Essen. I'm hungry. Super, aber wir sind fein gestorben. Ich kann nicht sagen, was ich will. So, da laufe ich noch schnell hin und dann beenden wir den Part für heute. Ach ja, stimmt. Hungrig. I'm hungry. Das war wieder mal schlecht. Ja, ja, das war sehr schlecht. Richtig, richtig. Ich werde ewig, ich werde immer verhungern. Ich bin's einfach nicht gewohnt. Es tut mir so leid. Ich bin es einfach nicht gewohnt, Hunger zu haben. Da, so, so und so und so. Hü, hüpf, hü, hüpf, hü, hüpf. Passt. Huch, da haben wir schon unseren Weg, der schon grün geworden ist. Prächtig. So, nichts mehr drauf. Ach ja, Gnom, der Zocki, der Schussel, wollte ich sagen. So. Wie schaut es da aus? Noch nichts fertig? Okay. Ja, ja, ich bin ein lebender Schussel. Geht das jetzt nicht? Doch. Ein lebender Schussel, was soll ich machen? Na gut, ihr Lieben. Tut mir so leid. Auf jeden Fall schaut unser Baumhaus ja schon langsam nach was aus. Ich sag bewusst langsam. Ja, ihr könnt das bestimmt besser und schneller als ich, keine Frage. Effizienter vor allem. Aber ja, ich bin auch gespannt, wie es dann von außen ausschauen wird. Wahrscheinlich habe ich ein bisschen übertrieben mit dem Laub. Ich werde es vielleicht wieder ein bisschen kürzen müssen, weil es doch eigentlich unten, ja, die Baumkrone, wenn sie beginnt, ist aber eigentlich schon größer, ne? Und die dann von nach oben hin immer schmaler. Also ich hoffe, es passt vom Aussehen her. Das würde mich sehr freuen. Wir werden es auf jeden Fall eh rausfinden. So, auf jeden Fall packen wir mal unsere guten Dinger wieder ein. So, die müssen wir auch dann gleich mal verspeisen. Unsere köstliche Marmelade. Und da sehe ich schon, die Beeren wachsen auch schon brav nach. Das heißt, wir können da wieder unser gutes Futterchen für uns da gleich zusammenschustern. Was mache ich denn da? Ich sortiere ein wie der letzte Depp. So. So und so. Prima. Super. Dann können wir den schon zusammenschlagen. Unseren Grabstein. Sauber. Sehr gut. Und zur Feier des Tages, da wir schon echt ein Stückchen vorwärts gekommen sind, futtern wir einfach mal unsere köstliche Erdbeermarmelade. Jo. Oder warte, nehmen wir noch eine Traube dazu. So. Das war köstlich. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video hier schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!